Besitzer wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich mich ein wenig umschaue. Okay. Ein Tacker und eine Tüte mit Niespulver. Wozu auch immer wir das noch gebrauchen können. Ein schönes Zelt. Das sieht nach Abenteuer aus. Mal sehen, ob ich noch etwas Nützliches finde. Außer allerlei Aufzeichnungen und ein paar Wollmausfusseln, nichts mehr zu holen. Schade. Ich weiß, wer da drin gewohnt hat. Ein Attacker nun ist und Wollmausfussel. Habt ihr vielleicht auch eine Ahnung, wer da drin ist? Was gedacht? Zu weit weg. Grüße aus Teil 1. Ich kann doch nicht fliegen. Festgetackert. Würde mich nicht wundern. Okay. Das halte ich für sehr riskant, aber wir könnten es mal versuchen. Hier spiele ich keine Flöten nach. Macht Sinn. So, können wir nur raten, oder gibt es da noch irgendwie Hinweise? Flötennasen sind böse! Der Beweis steht vor mir. Hui! Ne, ich glaube nicht, dass das was bringt. Ein Banner haben wir hier. Tja, na versuchen wir es weiter. Hallo, ich wüsste jetzt ja nichts, was uns helfen könnte, aber ja, müssen wir ein bisschen raten. Ich brauche... Ich werde mal... Okay, ich hatte von einem... Oh, meine Name... Wasser war mir schon ganz richtig, versuch's mal also, so. Ich hätte einen Eimer Wasser mitgenommen. Ach, stimmt. Ach, mir. Und zwar in die Wüste. Eimer Wasser in die Wüste macht Sinn. Es gibt doch da... Richtig, richtig. Zum Glück hatte ich einen Eimer Wasser dabei. Der wurde sogar immer leichter. Am Ende war er leer. Tja... Natürlich ist in diesem Moment ein Monster aufgetaucht, aber nicht die freundliche Art. Was für ein Monster war das noch? Was passt denn in die Wüste? Ein fauliger Fauch. Also ich weiß, es gibt den fauligen Fauch. Aber dann würdet ihr heute nicht mit mir reden. Die können doch Feuer speien, oder nicht? Tja, es war auch ein etwas unausgeglichener Kampf. Ich und mein Lehrer Eimer gegen einen 12-Meter-Fauch, der auf einem Berg aus Gold saß und Feuer speien konnte. Zum Glück war das Vieh damit beschäftigt, mich auszulachen, sodass ich fliehen konnte. Moment, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Und wo war jetzt... Okay. Okay. Hallo. Versuch mal was anderes. Oh, Sie sind es. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst euch erinnern, wo der Zugang zum Tunnel ist. Ich werde mein Bestes tun. Sie müssen meiner Erinnerung aber etwas auf die Sprünge helfen. Okay, also, ich hatte vor... Oh, meine... Okay, versuchen wir es mal mit einem Schwert. Bestimmt ein Schwert. Jawohl, also wandert... Ach, Mist... Und wann wissen wir, dass es richtig ist? Da gibt es so viele zu den Möglichkeiten. Ah, das. Und dann hatte ich. Tja, natürlich. Was für ein. Ein Monster. Den haben wir noch nicht ausprobiert. Oh, lass es bitte einen lieben, windigen. Ja, genau. Ein niedlicher, windiger Winzling. Ich zerquetschte ihn mit meinem Fuß. Aber einen Schatz hatte er nicht dabei. Moment. Das hört sich irgendwie nicht richtig an. Ich. Ganz sicher. Oh. Okay, versuchen nochmal Schwert in der Wüste. Hallo, oh. Mit dem Drachen, das klingt logisch. Ich brauche ich um meinen Schwert. Ja, Alter. Wüste. Hier, bitte. Was für. Also, ich weiß, es gibt den aber dann würdet ihr. Ha, jawohl. Es war ein fauliger Fauch, der auf einem Berg aus Gold saß. Aber nachdem mich die Wüste fast umgebracht hat, wollte ich es darauf nicht ankommen lassen. Ich habe ehrenhaft die Flucht ergriffen. Moment, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Ich glaube... Mit der Rüstung. Okay. Wir können es hier noch ausprobieren. Eine andere Idee habe ich hier gerade nicht. So. Ich hatte vor... Oh mein...
Vielleicht die Rüstung. Ach, ach. In der Wüste. Es gibt doch. Ja, ich glaube. Und wo war jetzt der Ganz sicher am Ende der Geschichte. Okay. Okay, das bringt's nicht. Hallo nochmal. Oh. Die Rüstung im Magnetfeld bringt auch nichts. Okay. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Oh, meinen. Wasser? Also. Ach. Bei den Magnetbergen. Vielleicht. Stimmt. Und was? Tja, natürlich. Was für ein. Mit dem. Winzling? Oh, lass es bitte einen lieben, windigen Winzling. Ja, genau. Ein niedlicher, windiger Winzling. Ich ertränkte ihn im Wassereimer. Aber einen Schatz hatte er nicht dabei. Gruselig. Moment, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Ich glaube. Ach, was soll es dann? Okay. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn hier noch? Wir können mit einem. Wir haben noch nicht alles mit dem. In den Bergen. Bestimmt. Ein Schwert. Und die Berge. Vielleicht. Und das war den Winzling. Oh, lass. Ja, genau. Ich zerquetschte ihn mit meinem Fuß. Aber einen Schatz hatte er nicht dabei. Moment. Ich glaube. Und wo war jetzt der. Ganz sicher. Okay. Hm. Hallo nochmal. Oh. Okay. Ich brauche eure Hilfe. Ich Schwert in die Nebelinge, das ist auch nicht. Schwert. Bestimmt. Ja, also, ach, Mist. Die Magnetbälle. Und dann hatte ich plötzlich keines mehr. Die okay. Magnetbälle machen ihrem Namen alle Ehre. Magnetbälle nehmen ihm das weg. Das macht keinen Sinn. War es vielleicht ein Gefühl? Ja, ich trage die Flucht an. Moment. Es muss ein Helden für das Ende sein. Okay. In den Bergen. Hallo nochmal. Oh. Okay. Ich hatte vor meine Nase. Rüstung bringt nichts in der. Also, ich. Ach. Was, haben wir das schon ausprobiert? Wasser? Magnetbergen? Und was glaubst du, was geschah? Tja, natürlich ist. Was für ein Monster war das noch? Ein Monster. Und zwar der faulige Fauch. Den kann man die Flamme. Ich versuch's mal so. Ha, war es vielleicht ein geflügelter Gollum? Ja, richtig. Mit meinem Eimer Wasser habe ich ihn einmal ordentlich nass gemacht, was ihm sogar irgendwie Spaß zu machen schien. Er hat sich überhaupt nicht mehr um mich gekümmert. Ich bin dann gegangen. Moment. Mist. Wo war jetzt? Okay, ich versuch's nochmal mit dem. Hallo? Mit dem. Ich hatte von. Oh mein. Wassereimer. Also. In den Magnetbergen. Und tja, na, was für ein. Mit dem hier. Also, ich weiß, es gibt den Fauli, aber dann. Ha, genau. Es war eine Schlacht epischer Ausmaße, direkt auf seinem Berg aus Gold. Ich hab ihm das Wasser direkt in den Rachen gekippt. Das klingt so gut. Erlosch sein feuriger Atem. Der Sieg war mein. Tja, ich hatte also einen Schatz gefunden. Und was macht man damit? Man verbuddelt ihn. Ich hab ihn also unter dem Brunnen am Hauptplatz versteckt. Sehr gut. Das war die Lösung. Unter dem hölzernen Zirkel. Okay. Ach, ihr meint die große Wurzel da hinten? Ja, Wollingen. Großartig. Das lag nahe. Hat nur ein bisschen gedauert. Wir sind aber selbst drauf gekommen. Sehr schön. War ein bisschen unlogisch, aber ist das ja. Hübsch. Ich müsste mich mal über geschafft die Geschichte der Dynastie informieren. Brunnenschacht. Sie dürfen hier niemanden hinunterstoßen. Ich muss das verhindern. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Ich kann mir ein Netz aufspannen. Spanner. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ein Symbol. Das Symbol kenne ich doch. Hinauf. Es hat was gemacht, aber
Stecken bleibt es nicht. Aha. Aber wie? Müssen es irgendwie was Klebriges dazwischen machen, damit das festklebt? Ah, ein Lolli auf die Notenbank. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee. Was festtackern? Nein. Nehmen wir das Windrad. Wir müssen das irgendwie festmachen, damit das dann oben bleibt. Das Windrad hier reinstecken. Das wird nicht klappen. Zum Windbrunnenplatz. Die europäische Notenbank. Ja. Sicher, dass das nicht klappt? Das wird nicht. Brunnenöffnung. Da oben stehen sie und warten auf die Hinrichtung. Und ich bin der Einzige, der sie verhindern kann. Dazu fällt mir nichts ein. So, okay. Hier kann man nichts mehr mitnehmen. Genau, bestimmt irgendwie. Bestimmt Niespulver. Was soll das bringen? Für das Windlied. Das bringt der nicht viel. Wind, den ich allein. Hier ist eine Fußspur. Wenn wir das hier nach oben machen. Das bleibt aber nicht. Wenn wir es gleichzeitig spielen, können wir nicht. Tja. Ich glaube, wir müssen erstmal hier entlang. Hier können wir nichts tun. Fällt zumindest nichts ein. Oh je, hier sollte mich besser keiner mit Flötennase sehen. Ich würde es gerade aus dem Inventar holen. Liebe Brüder und Schwestern, aber wie kriegen wir ihn jetzt dazu? Ära. Eine neue Ära, die wie eine alte Ära ist. Hört mich an, meine alte neue Asposa. Oh, das klingt überhaupt nicht gut. Ich muss mich beeilen. Alle müssen sehen, dass er eine Flötennase ist. Dann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende. Der Mavi. Douglas Pritz. Warnungspult. Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Das ist schlecht. Das tue ich lieber nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Absperrung. Keine Chance, da komme ich nicht durch. Sie haben den Platz abgesperrt. Enthaltung. Das würde nicht funktionieren. Wirklich interessant. Wie können wir da das Windrad reinstecken? Enthaltung. Hey, was soll das? Oh, oh. Banner? Nein, jetzt ist nicht die Zeit. Naja, dann könnte ich... Flötennasen. Ich muss das verhindern. Was soll ich bloß tun? Das wüsste ich gerade auch gerne. Alternativer Fakt ist, wer am lautesten schreit, hat recht. Ja. Zu weit weg. Irgendwas festtackern. Die Kamera zumachen. Das wird nicht klappen. Ja, ich sollte das Banner irgendwo festtackern. Aber wo? Und bei
Banner festtackern, ja, und so los. Ich sollte das Banner irgendwo festtackern. An der Kamera. Aber wo? Und mit welchen Tackernadeln? Ach so. So bekomme ich die... Tackernadeln müssen wir losbekommen. Das Brett ist mit Tackernadeln geradezu übersät. Und sind das da Wollmausreste? Da hat jemand die Wollmaus festgetackert. Das wird nicht klar. Okay, wie kriegen wir die Sache los? Das mache ich nicht. Okay, mit dem Lolli. Ich glaube nicht. Eine Haltung. Das könnte Spaß machen. Nur Stacheldraht, vielleicht gibt es eine Absperrung. Nein. Tja. Ein Steinerungsstrahler. Ich muss das verhindern. Gegen den Steinerungsstrahler? Was soll ich bloß tun? Hier hinunter. Hier kann ich wieder ungestört flöten. Okay, aber... Was machen wir damit? Getackertes Brett. Wie bekomme ich die Tackernadeln nur aus dem Brett? Das ist eine gute Frage. Auf die ich keine Antwort weiß. Das Hilfssystem? What the fuck? Ich dachte, das Banner müssen wir irgendwo festtackern. Als ob das funktioniert. Zwischen den Lanzen. Zwischen den Lanzen könnte ich das Banner aufspannen. Aber sie stehen zu weit auseinander, um es festknoten zu können. Als ob wir die Wachen einfach so bewegen können. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Kann ich das hier festmachen? Also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Auf dem Banner ist die Brezel. Die Brezel ist erlaubt. Banner sind auch nicht verboten, soweit ich weiß. Vielleicht ist also wirklich der Brezel. Warum auch immer. Die letzte Wache, die Emil was gefragt hat, musste ihm 2 Wochen lang seine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Gut, dann werde ich das Gute mal hier Nacht-Geschichte vorlesen, wie gruselig. Sieht auch ganz schön aus. Ich find's auch gut. Ich mag... Dann jetzt als Katapult Niespulver. Ich mag Brezeln. Ich hab Hunger. Ja, sehr schön. Jetzt das Niespulver hier hinein. Irgendwie durch den Windbrunnen müssen wir es hochschleudern lassen. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um die Wachen zuzuschauen. Die Wachen sind zwar dämlich, aber... Tränen habe ich. Brennen? Wie soll ich darauf kommen? Eine Parteizentrale. Okay. Wie soll man darauf kommen? Okay, zurück zum Hinterhof. Was zu brennen? Ach so, Emil ist jetzt weg. Jetzt können wir... What the fuck? Durch den Lüftungsschacht. Ja. Das Brett verbrennen hier. Das Brett verbrennen. Ich wollte die Nägel, da ist... Nur die Tackernadeln haben überlebt. Da soll man drauf kommen. Das... ist zu heiß jetzt. Okay, mit einem... Nein. Vielleicht hast du eine Konroy-Puppe, mit der wir das... mit was aufheben können. Ein Machtglas. Ballon? Das war doch jetzt... Natürlich war das geraten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Düster. Mal umschubsen, bitte. Wozu soll ich das brauchen?
Regalen. Wozu soll ich das brauchen? Irgendjemand hat den ganzen Kram im Regal festgeklebt. Na, sehr toll. So, Basilikumkopf. Das schleppe ich nicht mit. Laura hat den Basilen tatsächlich hergebracht. Er hat es aber nicht geglaubt. Ich nehme lieber den Müllschacht. Emil redet und redet. In dieser Hinsicht steht der Conroy in nichts nach. Tja, das Bild. Das schleppe ich nicht mit. Oh, nicht er schon wieder. Tja, wie kriegen wir jetzt die Tackernadeln? Ich glaube nicht. Ja. Mit Lolli. Das wird nicht klappen. Das macht alles gar keinen Sinn. Ja, wo bekomme ich es? Als ob. Okay, da hätte ich selbst drauf kommen können mit dem Wasser. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen. Damit kann ich sicher etwas selbst weiterkommen. Ohne Hilfe. Das Wasser hier mal drüber schütten. So, hier kommt ein. Ich dachte, wir müssen sie nur loben, damit sie. Das kennen wir auch aus dem ersten Teil. Dass wir nur loben müssen, damit sie ausgehen. Und beleidigen, damit sie warm werden. Aber egal. Das hat man über den Haufen geworfen. Okay, und aus irgendeinem Grund müssen wir es dann noch festtackern. Das dient auch nicht als Katapult. Lassen die Wachen auch einfach so zu. Okay, Banner festtackern. Ich packe das Banner mal fest. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil, Emil. Okay, und jetzt können wir einfach so. Banner. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. Okay, wir machen was. Stramm gestanden nee, Wachen. Ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. Natürlich. Wie wärst du neu? Das Banner? Sehr toll. Und jetzt? Ich könnte das Banner als aber es hängt zu sehr. Inwiefern hängt das zu sehr durch? Müssen wir den Moment abwarten. Jetzt. Ich könnte das aber es hängt zu. Jetzt. Ich könnte das aber es hängt. Inwiefern hängt das? Es ist doch nicht wahr. Sekunde, vielleicht gibt es da noch einen Tipp für. Okay, ansprechen ist natürlich die Wache ansprechen. Bitte hört mal auf, das so zu bewegen. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Logisch. Jawohl. Wir passen auf. Das wollte ich auch. Hast du aber. Stillgestanden. Ihr könntet doch die Wachen 576a und 576b sein. Ja, aber wer kommt als Erster? Na gut, dann müsst ihr noch entscheiden, wer A und wer B ist. Nein, die Frage ist, kommt A vor B oder andersherum? Oh, die kommen gleichzeitig. Ah. Ah. Wer ist so das Banner gerade haltet? Hallo! Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Gar nicht. Wohl. Okay, aber wie soll das? Wachen, hey, es gibt doch keinen Grund für fliegende Fetzen. Ihr habt doch keine hohlen Köpfe.
Der Junge hat recht. Was er sagt, ist die volle Wahrheit. Stimmt. Hören wir auf mit diesem Mummenschanz. Du bist der Mac-beste Kumpel, den ich jemals hatte. Na, sehr toll. Und nun, gerade stehen. Ihr solltet jetzt ein für alle Mal klären, wer von euch wer ist. Stimmt. Los, auf Leben und Tod. Das bringt doch alles nichts. Okay. Was waren nochmal die drei Sachen, die es da gab? Wer am besten gerade stehen kann. Stein und Papier. Ich nehm Stein. Nein, das wollte ich schon nehmen. Oh Mann.